Das, was wir eben gehört haben, ist natürlich eine Steilvorlage für das, was wir jetzt in den nächsten anderthalb Stunden hören werden. Denn wir haben ja Lebensbedingungen in Mitteleuropa, die eigentlich zu denen gehören, wo man sich zu den Glückseligen zählen kann. Und ich glaube, der Verantwortung unserer Ernährungsgrundlage, und da spreche ich jetzt nicht von den gesellschaftspolitischen Verantwortungen, die wir tragen, dessen werden, glaube ich, große Teile unserer Gesellschaft nicht mehr gerecht. Das heißt, in unserem gesamten Konsumentenverhalten. Und aus diesem Grund haben wir die Frage gestellt für den heutigen Abend, braucht die globale, und die beeinflussen wir mit, die globale Ernährungssicherung den ökologischen Landbau? Ich kenne jetzt aus dem Kopf nicht die prozentualen Anteile des ökologischen Landbaus weltweit, aber ich denke, diese Zahlen werden wir heute hören. In Deutschland ist das sehr heterogen, aber ich glaube, von den Gesamtlebensmitteln, die wir verkonsumieren, ist, glaube ich, vom Gesamtumsatz gerade 4% sind Öko-Lebensmittel in Deutschland. Wahrgenommen ist es mehr, medial wahrgenommen. Also haben wir uns die Frage gestellt, wird unsere Gesellschaft dem noch gerecht? Haben wir noch das Gespür für die Natur, die wir als Grundlage brauchen, um unsere Lebensmittel zu produzieren? Oder haben wir das Gespür komplett verloren? Oder Teile von uns? Und vor allen Dingen die Verantwortung, die wir global haben mit unserem Konsumentenverhalten. Man darf ja nicht vergessen, dass wir mit unserem Konsumentenverhalten auch ein Stück weit Sklaverei aufrechterhalten in der Welt. Dessen sollten wir uns bewusst sein. Und umso mehr freut es mich natürlich, dass wir Herrn Prinz zu Löwenstein gewinnen konnten für den Abend, obwohl es schwierig war, aber wir waren hartnäckig. Wir haben beide von verschiedenen Seiten Anlauf genommen. Erst ich bin abgeblitzt, Axel hatte dann Erfolg. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie heute hier sind. Ich werde das jetzt nicht zusammenfassen, was in der Vorankündigung drinsteht, weil ich gehe davon aus, dass Sie das alle gelesen haben. Es geht eben um Themen, wie wir Agrarprodukte erzeugen, unter welchen Bedingungen. Wir haben fortschreitende Verwüstungseffekte, die uns jeden Tag gigantische Flächen, die wir noch nutzbar haben, rauben. Wir in unserer glückseligen Welt haben gigantische Infrastrukturprojekte, wo wir auch dazu beitragen, brauchbares Ackerland in einer Windeseile unbrauchbar zu machen. Dann sind Themen wie Agrotechnik, Agrogentechnik, gentechnisch veränderte Pflanzen, im globalen Maßstab, glaube ich, eine ganz andere Hausnummer als in Deutschland, momentan noch. Monokulturen und vor allen Dingen, was das auf die Landwirtschaft vor Ort für Auswirkungen hat. Wenn globale Konzerne ihre ökonomisch-unternehmerischen Strategien vorantreiben, was hat das auf die Landwirtschaft vor Ort für Auswirkungen? Dort, wo wir eigentlich noch lernen können. Ich habe mir mal versucht, so ein Bild zusammen zu skizzieren. Wenn man so die Landwirtschaft und deren Entwicklung zurück betrachtet, dann sind das irgendwo so 12.000 Jahre, wo wir meinen, dass es da irgendwo gestartet ist, dass Pflanzen gezielt angebaut wurden. Und in diesem Gebäude, das Gebäude ist irgendwo 60 Meter lang. Ja. Es ist nicht mal ein halber Meter, wo wir meinen, in dieser Zeit ginge es ohne dieser modernen Landwirtschaft auf keinen Fall weiter. Und die anderen 59,5 Meter ging es ohne diese Mittel. Ich bin total gespannt auf den Vortrag, auf die Diskussion im Anschluss. Gestatten Sie mir noch ein paar Worte zum Referenten. Prinz zu Löwenstein, 54 geboren, hat an der Technischen Universität München studiert und promoviert, war als Entwicklungshelfer tätig, hat sehr viel landwirtschaftliche praktische Erfahrung im eigenen elterlichen Betrieb erfahren. Ich habe heute dazugelernt, auch in Sachsen einige Jahre, unter strengen buchhalterischen Rahmenbedingungen. Ist Vorstandsmitglied von Naturland, ein Bio-Anbauverband in Deutschland, der den meisten eigentlich ein Begriff sein sollte. Er ist im Vorstand der BÖLM, das heißt Bund Ökologischer Lebensmittelwirtschaft, im Forschungsinstitut Biologischer Landbau. Da kannten wir uns noch nicht persönlich, aber da hatten wir dieses Jahr auch schon zusammen mit einem Versuch, ein Forschungsprojekt zu starten, gemeinsam zu tun. Er hat zwei Bücher, mehrere Veröffentlichungen, aber ich möchte zwei Bücher nennen. Food Crash 2011 und 2015 das Buch Es ist genug da
Und diese beiden Bücher können Sie dann auch erwerben und ich denke auch signieren lassen, wer das möchte. Und er hat 6 Töchter. Also, wir freuen uns auf einen spannenden Vortrag. Heute ohne PowerPoint, umso mehr freut mich das eigentlich. Ich denke, diese Vorträge sind etwas aus der Mode gekommen, aber ich denke, umso besser. Sie haben das Wort. Guten Abend, meine Damen und Herren. Danke sehr für diesen freundlichen Empfang. Ich bin es gewohnt, dass die Leistung meines Lebens, die am meisten wahrgenommen und gewürdigt wird, die ist, dass ich 6 Töchter habe. Und da bin ich ja auch ziemlich stolz drauf. Ich habe mir gedacht, nach diesem sehr eindrucksvollen Vortrag bezüglich der Ausstellung Ihrer Bilder und dieser Bilder hier, wäre es jetzt nicht angemessen, dass ich Sie jetzt einfach in Palästina stehen lasse und sofort in die restliche Welt hinauswandere, sondern wir könnten in Arabien anfangen. Und zwar in Saudi-Arabien. Im, glaube ich, Januar, Februar oder was, gab es einen Weltartikel, der mich ziemlich, also in der Zeitschrift Die Welt, der mich mit etwas konfrontiert hat, von dem ich noch nichts wusste bis dahin. Saudi-Arabien, dass wir uns zu Recht als einen relativ trockenen Ort vorstellen, war über eine ganze Reihe von Jahren lang einer der größten Weizenexporteure der Welt. War Ihnen das bekannt? Nee, mir auch nicht. Da es ja dort relativ wenig fruchtbare Böden und Wasser gibt, ging das nur mit Bewässerung. Und zwar so mit so großen Kreisregnern, viele runde Flecken. Und diese vielen, vielen runden Flecken sind eben diese Weizenfelder, konnte man aus dem Weltall, also wenn man mal im Weltall war, konnte man das sehr gut sehen. Und die waren unglaublich produktiv da. Es war ein bisschen teuer, genau genommen, aber sie waren sehr produktiv. Sie waren so produktiv, dass sie nicht nur große Mengen Weizen exportieren konnten, sondern auch mit diesen Weizen Politik machen konnten in der Welt und im eigenen Lande. Brot und Spiele ist ein früher Vorläufer von so einer Politik. Das hat sich aber, das musste aufgegeben werden, weil in einigen Oasen, die man schon aus der Bibel kennt oder aus irgendwelchen Hammurabi-Schriften, das Wasser versiegte. Das hing damit zusammen, dass das Wasser, das die dort versprüht haben, Grundwasser war. Und zwar tiefes, fossiles Grundwasser. Von der Größe des Bodensees oder so, stand, glaube ich, in dem Artikel drin. Und als das eben ziemlich leer gepumpt war, versiegten Quellen, die seit Jahrtausenden Wasser gegeben haben. Und dann ist ihnen klar geworden, es geht nicht so weiter. Diese Geschichte müssen Sie im Kopf behalten, weil ich da nochmal drauf kommen werde. Aber ich kann Sie jetzt gleich über das Mittelmeer rüberführen, an einen Ort, wo genau das stattfindet, aber sehr viel mehr mit uns zu tun hat. Nämlich an den Ort, wo der Großteil des Gemüses und des Obstes, aber hauptsächlich Gemüses herkommt, das wir bei uns zu den erstaunlichsten Jahreszeiten im Regal der Supermärkte und in den Bars der Hotels vorzufinden Anspruch erheben, also Tomaten oder Gurken oder Salat. Das ist Südspanien, Almeria. Kennen Sie das? Waren Sie da? Also ich war mal in Almeria in der völlig irrigen Ansicht, man könnte dort irgendwas Schönes besichtigen und war total fertig über das, was ich da gesehen habe, diese unfasslichen Plastikmeere, unter denen das erzeugt wird, was bei uns dann verzehrt wird. Und ich hatte natürlich auch schon gelesen über die sozialen Bedingungen, unter denen das stattfindet, die Hungerlöhne für die sklavenähnlich gehaltenen Arbeiter aus Nordafrika, die dort dafür sorgen, dass das alles bei uns so schön billig sein kann. Was ich auch gelesen habe, ist, dass es in Almeria nicht anders zugeht als in Saudi-Arabien, nämlich das Wasser, mit dem das alles erzeugt wird, stammt aus 2000 Meter Tiefe. Millionen Jahre alte Grundwasserspeicher. Das ist ziemlich irre, was da stattfindet, ohne dass wir das so recht wahrnehmen wollen. Die spannende Frage, die sich in der Diskussion immer stellt, ist, müssen wir das machen, damit die Menschen auf der Erde satt werden? Damit bin ich jetzt bei dem, worüber ich zu sprechen hier habe. Weil die Herausforderung ja nun offensichtlich ziemlich gewaltig ist. Wir haben auf der Welt 7 Milliarden Menschen, davon hungert
eine knappe Milliarde. Und wenn Sie da noch die dazu zählen, die nicht akut Kalorienmangel haben, aber eine Fehlernährung haben, weil es ihnen an einer ausgewogenen Ernährung fehlt, können Sie, glaube ich, nochmal 1,5 Milliarden dazu zählen. Das ist ziemlich heftig. Und das werden immer mehr. Bis Mitte des Jahrhunderts werden wir mit 9 oder 10 Milliarden Menschen zu rechnen haben. Und an vielen Orten der Welt, insbesondere in Südostasien und in anderen aufstrebenden Volkswirtschaften, wird auch immer anders gegessen. Es wird immer mehr tierische Kalorien zu sich genommen, also Fleisch, Eier, Milch. Aus Zeitgründen sage ich ab jetzt nur noch Fleisch, meine aber immer alles drei. Und dafür braucht man ja bekanntlich Futter. Futter braucht Fläche. Mit anderen Worten, der Anspruch an die Fläche wird immer höher, nicht nur mehr Menschen, sondern auch, wie sie sich anders ernähren. Und dann können Sie noch dazu nehmen, dass wir ja auch noch ganz andere Sachen vom Acker haben wollen, nachwachsende Rohstoffe zum Beispiel. Nicht Deutschland, 12 Millionen Hektar am Acker, 2,5 Millionen Hektar nachwachsende Rohstoffe, das meiste davon ist das, was unsere Biogasanlagen füttert oder Raps für Biodiesel und so. Da ist es ja doch logisch, dass da jetzt was geschehen muss, nicht? Wir brauchen immer mehr, die Fläche lässt sich nicht vermehren. Ganz im Gegenteil, die wird sogar geringer. Da muss man auf der Fläche mehr erzeugen. Die Produktivität muss steigen, anders kann das nicht gehen. Das hören Sie an allen Orten und Enden. Und das klingt unglaublich logisch. Und wenn Sie bei BASF sich so ein bisschen durchklicken, Landwirtschaft, dann kommt dann irgendwo Videos, da können Sie sich das anschauen. Da gibt es ein Video, da kommt dann dieser sehr forsche Satz, es wird Zeit, über Produktivität zu sprechen. Und über was ich mit Ihnen hier sprechen möchte, ist über die Frage, ob das stimmt. Also meine, ich werde Ihnen drei Thesen vorlegen. Die erste These ist, es stimmt nicht. Zweite, die Art von Landwirtschaft, die uns BASF da auf ihrer Homepage empfehlen wollen, funktioniert nicht, jedenfalls nicht auf Dauer. Und die dritte, es gibt eine Alternative und diese Alternative funktioniert und deswegen gibt es keinen Grund, sich irgendwo den Abhang runterzustürzen angesichts dieser Herausforderungen. Naja, und dann müsste man eigentlich auch noch über die Frage sprechen, was eigentlich jetzt zu tun wäre. Und damit sind anderthalb Stunden lässig rumzukriegen. Aber ich habe Sie ganz fest im Auge und wenn ich merke, dass Sie so allmählich dahin dämmern, dann können wir das auch abkürzen. Also der ersten These, also dass das gar nicht stimmt, muss man vielleicht zwei Sachen vorausschicken. Das eine ist, dass die Grundlage unserer Nahrung im Gegensatz zu dem, was viele Leute glauben, nicht der Boden des Supermarktregals ist, sondern der fruchtbare Boden. Und dass die fruchtbaren Böden weltweit sehr stark unter Druck sind. Wir verlieren nicht nur durch die Übersiedlung, da verlieren wir jedes Jahr 2,5 Millionen Hektar. Bei uns in Deutschland immerhin auch noch was, 70 Hektar pro Tag oder was. In China gerade 4.000 Hektar pro Tag, 4.000 Hektar pro Tag. Weltweit 2,5 Millionen Hektar im Jahr. Und darüber hinaus verlieren wir durch Degradationserscheinungen verschiedenster Art, Erosion, Wüstenbildung, Versalzung, 10 Millionen Hektar pro Jahr. Das zusammengenommen ist die Ackerfläche der Bundesrepublik Deutschland jedes Jahr weltweit, die uns flöten geht. Ich meine, weg ist. Nicht Erosion haben wir ja hier auch nicht, aber dass einfach hinterher dort nichts mehr angebaut werden kann. Das gibt ja schon eine erste Idee davon, dass möglicherweise die Frage, wie wir das, was wir bereits tun, noch intensiver tun können, die falsche ist. Eine zweite Vorbemerkung, die Sache mit der Energie, die hat ja bei uns eine richtige Bedeutung gewonnen. Auch hier beim Herfahren habe ich eine große Biogasanlage gesehen, das ist ja überall in Deutschland jetzt der Fall. Und da muss man einfach nur ganz simpel zur Kenntnis nehmen, es ist mit Sicherheit nicht so, dass wir auf Dauer Energie auf dem Acker erzeugen werden, auf die Weise, wie wir es tun. Aus dem simplen Grund, weil es brutal flächenineffizient ist. Um so viel Strom zu erzeugen, rund um die Uhr aufs Jahr gerechnet, wie mit einem Windrad, brauchen Sie für das Windrad 0,3 Hektar Aufstellungsfläche, 3000 Quadratmeter. Sie können das Gleiche auch mit 1200 Hektar Rapsöl machen. Sie können das Ganze mit 360 Hektar Biogas, Maisanbaufläche machen oder mit 14 Hektar Photovoltaikfläche. Ich weiß natürlich, dass die beiden Ackerenergien rund um die Uhr zur Verfügung stehende Energie liefern werden, das andere davon abhängt, ob der Wind
weht oder die Sonne scheint. Aber in dem Moment, wo das Speicherproblem gelöst sein wird, werden wir ganz sicher nicht mehr über Energie vom Acker reden. Das ist zu ineffizient. So, diese zwei Vorbemerkungen vorweggeschickt. Warum behaupte ich, dass es nicht an der Produktivität liegt? Das kann man an zwei Sachen festmachen. Das eine ist die Sache mit dem Fleisch. Von dem habe ich ja schon gesagt, wir essen ja immer mehr Fleisch im Globalen, hier bei uns nicht. Und wir in Deutschland sind nochmal deutlich hinter den USA zurück, aber wir sind deutlich vor vielen anderen Ländern auf der Welt, was den Fleischverbrauch betrifft. Und wenn man das diskutiert, wird ja oft gesagt, ja liebe Leute, du wirst ja nicht den Chinesen verbieten wollen, genauso viel Fleisch zu essen wie wir oder sonst wem auf der Welt. Also wenn wir das in Anspruch nehmen, dieses Recht, dann müssen das ja alle anderen auch in Anspruch nehmen können. Das stimmt schon irgendwo, nur geht's nicht. Das kann man ganz leicht nachrechnen. Sie brauchen nur den Futterverbrauch, den unser Konsum verursacht, multiplizieren mit 7 Milliarden Menschen und dann kommen Sie auf eine Zahl von 2,3 Milliarden Tonnen Futter, Getreide und Korn und Leguminosen, die Sie dafür brauchen. Blöderweise erzeugen wir derzeit auf der Welt nur 1,8 Milliarden Tonnen. Ist Ihnen klar, was das bedeutet? Wenn alle 7 Milliarden Menschen so viel Fleisch essen würden, wie wollen, wenn die nur 60% von dem würden essen wollen, was wir essen, dann ist bereits das gesamte Weltgetreide im Futtertrog. Nicht ein Müsli gerührt, nicht ein Brot gebacken. Wer erzählt, es gäbe irgendeine Form von Landwirtschaft, die das möglich machen würde, erzählt Käse. Das stimmt nicht. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass wenn wir es schaffen, unseren Fleischkonsum auf ein Maß zu bringen, was im Übrigen für unsere Gesundheit auch besser wäre. Ich rede nicht von kein Fleisch essen. Wenn es gelingen würde, das auf ein Maß zu reduzieren, was für uns gut wäre, da machen wir so unfasslich viel Reserve frei, um Nahrung zu produzieren, dass wir uns schon schlagartig entspannen können. Und dann kommt das Zweite dazu, das Wegwerfen. Das hat es ja Gott sei Dank mittlerweile in die Köpfe der Menschen und auch der politisch Handelnden gebracht. Ist Ihnen wahrscheinlich bewusst, wenn Sie, gibt mehrere Untersuchungen, die das sehr genau sich angeschaut haben, auch auf Haushaltsebene, von dem, was erzeugt wird, im Stall und auf dem Acker landet 20% gar nicht erst an der Ladentheke. Dazu gehört zum Beispiel das Brot, das in den Supermärkten abends noch die Regale füllen muss, damit es nicht so hungrig ausschaut, aber am nächsten Morgen muss ja wieder frisches Brot rein. 20% schafft es nicht bis zur Ladentheke, weitere 30% werfen wir in unseren Haushalten weg. Und ich rede nicht von Zwiebelschalen, ja, ich rede von Nahrung, die man noch zu sich nehmen könnte, die weggeworfen wird. Klar, wenn wir natürlich davon ausgehen, dass wir ein Menschenrecht haben, 200% erzeugen zu müssen, um 100% aufzuessen, dann haben wir ein Problem, das nur lösbar ist, indem wir möglichst schnell ein oder zwei andere Planeten finden, auf denen wir noch weitermachen können. Aber auch da liegt ja im Umkehrschluss die gute Nachricht. Wir können durch einen vernünftigeren Umgang mit dem, was wir erzeugen, unfasslich viel Reserve freimachen. Und das gilt im Übrigen auch für Entwicklungsländer. In den meisten Entwicklungsländern ist die Quote ähnlich hoch von dem, was nicht es bis zum Teller schafft, nur dass es dort nicht am Wegwerfen liegt, sondern an miserabler Infrastruktur, Lagerung, Transport, Kühlketten und solche Sachen, schlechte Verarbeitung, die dazu führt, dass eben die Hälfte dessen, was erzeugt wird, erst gar nicht konsumiert wird. Da liegen die Reserven. Da liegen die Reserven und sie liegen nicht darin, etwas noch mehr anzuheizen, was diese Probleme mit verursacht, womit ich bei der zweiten These wäre, dass das nämlich auf Dauer gar nicht geht. Ich hatte neulich einen Gast aus den USA bei mir, vom Rodale Institute. Das ist die älteste Einrichtung der ökologischen Landwirtschaft in den USA. Und da kamen wir auch auf diese Frage zu sprechen, wie kann man denn diese globale Ernährungssicherung betreiben und kann das die normale Landwirtschaft, die wir konventionell nennen, weil sie halt zur Konvention geworden ist, oder kann man sowas auch mit Ökolandwirtschaft gewährleisten? Und er sagte, selbstverständlich kann man das mit konventioneller Landwirtschaft machen. Mindestens noch 50, 60 Jahre, gar kein Problem. Nur nicht 10.000 Jahre. Und er sagte deswegen 10.000 Jahre, das hat er mir auch erklärt, weil dort, wo er herkommt, in Wisconsin, haben sie Nachweise dafür, dass schon vor 10.000 Jahren Ackerbau gemacht worden ist.
Und wie in der Welt kämen wir dazu, einen anderen Horizont zu setzen, als der, auf dem wir aufbauen? Im Klartext heißt das, wenn wir nicht eine Form von Landwirtschaft und Nahrungserzeugung und damit Ernährung zu finden in der Lage sind, die einfach so weitergemacht werden kann, dann fahren wir gegen die Wand. Das ist im Grunde genommen relativ logisch. Und das tun wir mit dem, was wir im Moment machen. Ich möchte das an drei Beispielen festmachen. Das erste Beispiel ist die Frage von endlichen Ressourcen. Zunächst mal Energie. Landwirtschaft braucht Energie. Nicht nur für die Traktoren, vor allem für die Erzeugung von Stickstoff. Stickstoff, zentraler Atom der Aminosäuren und Eiweißes damit und damit des Lebens überhaupt. Dieser Stoff sorgt dafür, dass Leben entsteht, Pflanzen wachsen, Proteine sich bilden können. Und ist damit auch der begrenzende Faktor dafür, wie viel erzeugt wird. Und in allen Düngeformen von Kompost über Mist bis zur Gülle und Jauche ist also Stickstoff drin. Und die Änderung unserer globalen Landwirtschaft, die am meisten reingeschlagen hat, war die Erfindung der Herren Haber und Bosch vor ziemlich genau 100 Jahren, die es geschafft haben, den molekularen Stickstoff der Luft durch ein Verfahren in gekörnte flüssige Form zu bringen, sodass man damit Schießpulver machen kann. Darum ging es damals, aber man kann eben damit auch düngen. Die badische Anilin- und Sodafabrik, genau. Und das Blöde ist nur, dass diese Stickstoffherstellung halt Energie braucht. Man braucht ungefähr 2 Liter Erdöl für 1 Kilogramm Stickstoff. Wir setzen 160 Kilogramm Stickstoff bei uns ein, so im Schnitt in Deutschland pro Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, das heißt 320 Kilogramm Erdöl. Also ungefähr 3-mal so viel, wie die Traktoren eigentlich brauchen. Und das bereits ist natürlich ein Fragezeichen wert, weil wir bekanntlich nicht so entsetzlich viel von dieser Energie zur Verfügung haben. Aber das Problem ist nochmal ein ganz anderes. Sie erlauben mir, ich rede mich gerade in Rage, deswegen. Das Problem ist noch ein ganz anderes. Das Problem ist, dass von diesem Stickstoff nur ein Teil tatsächlich in der Pflanze landet. Wir haben in Deutschland einen durchschnittlichen Stickstoffüberschuss pro Hektar von nach wie vor 90 Kilogramm. Ja, also noch nicht mal die Hälfte, noch weit weniger als die Hälfte dessen, was wir ausbringen, landet wirklich in der Pflanze. Der Rest ist ein Überschuss. Nun ist es blöderweise so, dass dieser Überschuss nicht dann einfach nicht mehr ist. Dann könnte man sagen, ziemliche Verschwendung von Energie, schade, dass das so ist. Aber der geht ja wohin? Da gibt es 3 Pfade. Der eine Pfad, von dem ist heute in den Nachrichten die Rede, vielleicht haben Sie es gehört, der eine Pfad ist das Grundwasser. In Deutschland haben wir mittlerweile 1/4 aller Brunnen, die ohne Aufbereitung nicht mehr für Trinkwasser geeignet sind, weil wir zu viel Nitrat drin haben. Vor noch 10 Jahren waren das noch 6, also jeder 6., jetzt ist es jeder 4. Das ist ziemlich irre, weil es nämlich ziemlich einen Aufwand verursacht, dieses Nitrat wieder rauszuholen, damit das Trinkwasser den entsprechenden gesetzlichen Normen entspricht. Es gibt aber noch 2 andere Pfade, von denen ist im Radio heute nicht die Rede. Das ist möglicherweise noch dramatischer. Der eine Pfad sind die Stickoxide, das Ausgasen. Stickoxide gehen in die Atmosphäre und wirken dort als Treibhausgase. Und zwar so um den Faktor 320 mal stärker als CO2. Warum das von Belang ist, darauf kommen wir noch. Und das dritte sind die Oberflächenwässer, also diese Stickstoffüberschüsse werden mit den Oberflächenwässern in die Meere geschwemmt, über Bäche, Flüsse bis in die Meere, und dort wirken sie als das, wofür sie gedacht sind, nämlich als Dünger. Die treffen sich dort noch mit einem zweiten Stoff, der auch Dünger ist, das ist Phosphat. Phosphat ist auch eines der, also es gibt 3 Hauptnährstoffe, die man düngen muss, Phosphat, Kali und Stickstoff. Und Phosphat ist also auch ein unabdingbarer Bestandteil unseres biologischen Systems. Und als Dünger wird der abgebaut. Es gibt auf der Welt Lagerstätten an ein paar Orten, und die Experten streiten sich, ob diese Lagerstätten jetzt noch 30 oder noch 130 Jahre reichen. Und wenn ich dann sowas sage, dann steht garantiert jemand aus dem Publikum auf und sagt, nein, nein, mittlerweile wissen wir, es reicht noch für 300 Jahre oder vielleicht sogar für 400 Jahre. Blöderweise sind die Vorkommen, die man jetzt neu entdeckt hat, ein bisschen stark mit Uran belastet, was sie etwas schwierig verwendbar macht für Dünger.
Aber wissen Sie, so oder so, unser Hof ist seit 500 Jahren in der Familie. Ich meine, hallo, 500, 300, 400 Jahre und dann haben wir einen Stoff, den die Natur in Milliarden Jahren irgendwo angehäuft hat, rausgekratzt und auf Nimmerwiedersehen über die gesamte Erdoberfläche verstreut. Das ist doch wohl keine Perspektive. Das ist irre verschwenderisch. Aber nicht genug damit, das bewirkt eben was. Stickstoff und Phosphat in diesen marinen Ökosystemen düngen. Damit entfachen sie Algenwachstum an. Das kann man dann erleben, wenn man in der Bretagne Urlaub machen möchte und im Schaum wartet, weil man blöderweise das falsche Wetter erwischt hat. Und dann wird sehr viel Sauerstoff verbraucht, wenn diese Algen absterben, und dann gibt es Todeszonen, so nennt das die Vereinten Nationen, und definieren 169 solcher Zonen weltweit. Die größte davon ist die Ostsee, ein Fünftel des Ostseebodens ist biologisch tot. Eine weitere ist der Golf von Mexiko, und Sie können, wie gesagt, 167 andere weltweit noch definieren, die an den Flussmündungen sind, wo eben durchaus nicht nur aus der Landwirtschaft, aber doch prominent und beim Stickstoff weit überwiegend aus der Landwirtschaft der Kram ankommt. Das, was die Ostsee an Fracht jährlich mitkriegt, sind 1,6 Millionen Tonnen, 1 Million Tonnen Stickstoff, 600.000 Tonnen Phosphat. Ich habe das mal ausgerechnet, damit man sich das vorstellen kann. Wenn Sie das auf Lastwagen A 25 Tonnen packen, dann können Sie von Travemünde bis Palermo einen Lastwagen an den anderen stellen und brauchen aber dann auch noch alle Parkplätze Siziliens dazu. Das kippen wir jedes Jahr in die Ostsee. Dass diese Landwirtschaft hochproduktiv ist, daran kann kein Zweifel bestehen. Aber effizient ist sie nicht. Und diese mangelnde Effizienz würde ich gerne noch an zwei weiteren Beispielen festmachen. Das zweite Beispiel, da geht es um Biodiversität. Halten viele Leute für ein Hobby von Schmetterlingskundlern. Aber die Biodiversität ist nichts anderes als die Grundlage unserer Existenz. Die Vielfalt des Lebens ist die Grundlage unserer Existenz und die Garantie dafür, dass wir resilient, dass wir widerstandsfähig genug sind, dass wir auch in veränderten Bedingungen leben können. Diese Biodiversität ist außerordentlich unter Druck. Das ist jetzt der Moment, wo ich gerne dieses Bild hätte. Das ist ein Bild, was ich Ihnen jetzt erklären muss. Die Universität Kiel hat im Jahr 1950 Laufkäferfallen auf Weizenschlägen aufgestellt und dann diese Laufkäfer ausgezählt. Und da gibt es dieses eine Bild, da sieht man das ein ganzes Blatt voll mit wunderschön schillernden Käfern. Und dann 1980, 30 Jahre später, haben sie das ja gleich wieder gemacht und dann sind da noch so eine Handvoll von den Viechern da. Ich weiß, dass es Leute geben würde, die würden sagen, warum Weizenfeld? Wir wollen doch Weizen erdreschen. Was brauchen wir die Käfer? Aber man beginnt, deswegen ist es mir so wichtig, eigentlich das zu zeigen, zu verstehen, was da sich abspielt. Aber Sie können das in Ihrem eigenen Erfahrungshorizont nachvollziehen. Erinnern Sie sich daran, dass man mit diesen Kratzeschwämmchen von der Windschutzscheibe Insekten wegkratzt, damit man wieder ordentlich was sieht? Wann haben Sie das letzte Mal gemacht? Ist Ihnen das aufgefallen? Das ist irre. Und das ist nicht jetzt nur so eine subjektive Wahrnehmung. Es gibt einfach Daten, die das mittlerweile zunehmend belegen. Letztes Jahr wurde das veröffentlicht in Nordrhein-Westfalen, hat man 15 Jahre lang Fluginsektenfallen aufgestellt im ganzen Land. Das waren Leute Freiwillige, die das gemacht haben und dann ausgezählt und ausgewogen, was da drin war. In 15 Jahren ein Biomasseverlust von 80%. So nett das sein mag, wenn man nicht mehr mit so vielen Mücken konfrontiert ist, so irre ist, was sich da abspielt. Weil das ist ja nur der Bestandteil, ein Bestandteil von ganzen Nahrungsketten. Von Nahrungsketten, an deren Ende wir stehen. Das wird jedem Menschen klar, wenn man über Bienen redet. Bienen sind die wesentlichsten Bestäuber. Bienen, also unsere Honigbiene, die Wildbienen und die Hummeln, die wesentlichsten Bestäuber. Und nachdem 2/3 aller Weltnahrungspflanzen auf diese Bestäubung angewiesen sind, ist die Frage, ob es Bienen gibt oder nicht, von großer Bedeutung. Die Bienen sind weltweit unter extremem Druck, und zwar insbesondere die Wildbienen und die Hummeln.
Das führt dazu, dass einfach Erträge sinken, dass Befruchtung nicht stattfindet. Und gerade im Blick auf die sich abzeichnenden Veränderungen, Stichwort Klimawandel, wäre diese Vielfalt des Lebens, die wir brauchen, damit wir stabile Ökosysteme haben, von ganz, ganz großer Bedeutung. Und die setzen wir unter Druck, nicht nur in der Landwirtschaft. Da gibt es ganz viele Faktoren. Aber natürlich wesentlich in der Landwirtschaft. Ich meine, wir als Landwirte sind es ja, die den Großteil der Fläche bewirtschaften und beeinflussen, was da passiert. Ich hatte die Tage ein Gespräch mit Herrn Hefeke, das ist der Präsident des Europäischen Imkerbundes, der mir bestätigt hat, was ich vorher gehört hatte, dass im Stadtgebiet von Berlin die Imker die höheren Honigtrachten erzielen als im agrarischen Umland und die weniger belasteten. Wäre doch mal Anlass, dass uns das zu denken gibt. Und auch an der Stelle ist klar, wenn eine hochproduktive Landwirtschaft diese Nebenwirkung hat, dann ist sie nicht effizient genug, um fortgesetzt zu werden. Und das dritte Beispiel, das ich erwähnen möchte, ist die Sache mit der Tierhaltung. Sie sind sich bewusst, dass keine Generation der Menschheit vor uns je so günstig Fleisch, Eier, Milch zu sich genommen hat. Nicht? Also es hat nie jemand so kurze Zeit nur arbeiten müssen, um ein Kilo Fleisch sich zu leisten. Das ist sehr erfreulich für Leute, die gern Fleisch essen, wie gesagt, wie mich. Aber es ist halt mit hohen Nebenkosten verbunden. Denn diese Art, dieses billige Fleisch erzeugen, das funktioniert nur auf eine Art, die manche Leute Massentierhaltung nennen, ein Begriff, den ich nicht mag, weil er auf einen falschen Pfad führt. Ich nenne das industrielle Tierhaltung und meine damit, dass Tiere nicht wie Mitgeschöpfe behandelt werden, gegenüber denen ich eine Verantwortung habe, sondern behandelt werden wie Werkstücke in einem industriellen Fertigungsprozess, die man eben so zurechtschneidet, dass sie da hineinpassen. Das kann man an Hühnern deutlich machen. Hühner haben eine Schnabelspitze. Diese Schnabelspitze ist ihr empfindlichstes Wahrnehmungsorgan. Die ist durchzogen von unendlich vielen Tastnerven. Das Huhn pickt die ganze Zeit rum, um herauszufinden, was für es gut ist und was nicht. Diese Schnabelspitze hat den Nachteil, dass sie spitz ist und deswegen dem Huhn, weil das ein Herdentier ist, dazu dient, in der Herde klarzumachen, wer oben und wer unten ist. Für das Unterhuhn kein Problem, wenn es dem Oberhuhn aus dem Weg gehen kann. Sie haben in der sogenannten ausgestalteten Käfigen, das sind die modernen Dinger, ein DIN A4-Blatt Platz pro Huhn. In der Bodenhaltung sind es 2 DIN A4-Blätter, da können die sich nicht aus dem Weg gehen. Infolgedessen muss diesem Huhn die Schnabelspitze entfernt werden. Und ich habe heute schon wieder, ich war heute Morgen im Wendland mit Landwirten zusammengesessen und da saß auch ein Herr, der ist Tierarzt und ein großer Landwirt auch. Und der hat gesagt, also ich halte das für völlig falsch, von Abschneiden zu reden. Das ist Kopieren, das ist so wie Fingernägel schneiden. Das ist nur, also ich weiß nicht, wie es Ihnen mit Ihren Fingernägeln geht, meine Fingernägel sind mit ausgesprochen wenig Tastnerven ausgestattet. Das ist des Huhns empfindlichstes Wahrnehmungsorgan, was wir millionenfach abschneiden. Also die Standardmethode ist durch so ein kleines Brett, Kükenschnabel durch und dann mit einem heißen Messer abgeschnitten. Sie schauen so, als hätten Sie es nicht gewusst. Und so geht es den meisten Menschen. Und es graust einen auch ein bisschen, und deswegen erzählt man nicht davon. Aber es ist nur einfach mal Bedingung dafür, dass diese Tiere uns so günstig zur Verfügung stehen können. Und das können Sie weitererzählen, diese Geschichte mit allen anderen Tierarten. Und natürlich hat es einen Preis, wenn man Tiere so stark physiologisch beansprucht, nicht so ein Backhändel wächst in 32 Tagen zur Schlachtreife heran, wenn man sie so beansprucht, dass sie uns diese Leistung abliefert. Und eine der Folgen ist die ähnliche, wie sie auch im Hochleistungssport verwendet wird, nämlich die Notwendigkeit, mit den Medikamenten das Ganze am Laufen zu halten. In Deutschland werden 800 Tonnen Antibiotika in der Humanmedizin eingesetzt. Das halten manche Leute schon für ein bisschen viel. In der Tiermedizin sind es 1.400 Tonnen. Sollten Sie nicht wissen, was das bedeutet, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, warnt uns davor, dass uns ein
postantibiotisches Zeitalter bevorsteht, weil immer mehr Keime resistent werden. Nun schiebe ich das jetzt nicht der industriellen Tierhaltung ausschließlich in die Schuhe. Wahrscheinlich ist die Humanmedizin mit ihrem leichtsinnigen Umgang mit diesen Stoffen noch viel entscheidender. Aber dass dieser große Einsatz da keine entsprechenden, also nicht beitragen sollte zu diesen Folgen, wäre sehr großzügig, das anzunehmen, sagen wir es mal so. Und das Problem mit den Nährstoffkreisläufen ist natürlich auch eng verbunden mit dieser Art der Tierhaltung, aus der stammen die Nährstoffüberschüsse, die es heute wieder mal in die Nachrichten bringen. Man könnte das noch ein bisschen weiter deklinieren, aber es reicht ja eigentlich schon, um klarzumachen, dass diese Art von Landwirtschaft auf Dauer nicht funktionieren wird. Dass sie eigentlich heute schon nicht mehr funktioniert. Und dass sie an den Grundlagen dessen zehrt, was wir dafür brauchen, damit auch noch in Zukunft Nahrung erzeugt werden kann. Naja, dann lassen Sie mich doch noch die Sache mit dem Klimawandel anschließen. Ich hoffe mal, dass hier im Raum jetzt niemand ist, dem ich noch erklären muss, warum der Klimawandel tatsächlich was mit uns Menschen zu tun hat. Wenn das der Fall wäre, ich bin ja nachher noch da, können wir gerne noch mal drüber reden. Naja, es ist irre, also es ist wirklich irre, wie vielen Menschen ich begegne, die, wenn das Kämmerchen klein genug ist, sagen, naja, also wirklich, das ist schon ein bisschen übertrieben. Und im Übrigen, was sollen wir Menschen, ja? Aber mir reicht eines völlig, es gibt eine Darstellung des CO2-Gehalts der Atmosphäre für die letzten 800.000 Jahre. Der Grund, warum wir das wissen, ist, weil im arktischen Eis diese 800.000 Jahre in Schichten konserviert worden sind. 3.000 Meter tief ist die älteste Schicht 800.000 Jahre. Bis dahin hat man mittlerweile runtergebohrt. Man hat in diesen Bohrkernen die Luftblasen analysiert und deswegen kann man ganz genau sagen, wie viel CO2 in der Atmosphäre war in dieser ganzen Zeit. Dieser CO2-Gehalt hat 800.000 Jahre immer heftig geschwankt zwischen 160 Part per Million und 300 Part per Million. Und im Übrigen kann man Warm- und Kaltzeiten auch mit den Peaks und den Tälern dieser Kurve gut korrelieren. Im Jahr 1920 sind wir zum ersten Mal über die 300 hinausgekommen und vorletztes Jahr zum ersten Mal über die 400. Also wer behauptet, dass das, was da passiert, nichts mit uns zu tun hätte, handelt verantwortungslos, weil seine Behauptung ja darin mündet, zu sagen, lasst uns die Hände im Schoß behalten. Die Landwirtschaft ist mit diesem Geschehen auf dreierlei Weise verbunden und in drei Rollen. Das eine ist, sie ist Opfer. Es ist ja logisch, dass dort, wo es heute schon am wärmsten ist, die Folgen des Klimawandels am härtesten zuschlagen. Ich war im März auf den Philippinen und wenn Sie dort mit den Bauern darüber, über ihre Erfahrungen reden, damit, dass die Zyklonen, die Taifune nennt man sie dort, immer stärker und immer häufiger werden. Und wenn die ihnen erzählen, wie ihre gesamte Existenz weggeblasen wird von diesen Taifunen, dann bekommen sie eine Ahnung davon, was das bedeutet. Und diese philippinischen Bauern im Übrigen wissen ganz genau, wem sie das zu verdanken haben. Oder wenn Sie letztes Jahr in der Zeitung gelesen haben, dass in Indien irgendwo 50 Grad im Schatten war und die Leute wie die Fliegen gestorben sind. Das sind doch die Folgen davon. Selbst das, was wir in Syrien im Moment beobachten, hat zu einem Teil damit zu tun, weil in Syrien 1,5 Millionen Leute vom Land aufgrund von mehreren trockenheitsbedingten Missernten sich in die Städte aufgemacht haben. Und zwar ziemlich schlagartig und dort mit dazu beigetragen haben, dass die Situation sich destabilisiert hat. Man muss den Menschen klar machen, dass das, was dort passiert, was wir jetzt beobachten, was beginnt, unsere politischen Systeme zu destabilisieren, dass das ein Klacks ist im Vergleich zu dem, was wir sehen werden, wenn diese Entwicklung weiter anhält. Also wir sind mit der Landwirtschaft und damit mit der grundlegendsten Tätigkeit und Daseinsvoraussetzung von Menschen Opfer dieses Vorganges, aber wir sind auch Täter. Es gibt viele verschiedene Studien und je nachdem, also es gibt dann so schöne Diagramme, wo man sehen kann, die konservativsten und die am weitesten gehenden Studien und dann kommen sie auf einen Beitrag der Landwirtschaft und Ernährung, also inklusive Kühlketten und keine Ahnung, Restaurants, auf von 20 bis 30% des Welttreibhausgas
Ausstoß ist. Das ist immerhin mehr als jeder andere Zweig der Volkswirtschaft auf dem Kerbholz hat. Deswegen ist die Frage, wie die Landwirtschaft weniger Treibhausgas emittieren kann, eine ziemlich relevante. Das Tolle ist, dass die Landwirtschaft auch eine dritte Rolle noch hätte, nämlich sie könnte auch Teil der Lösung werden. Es ist in den Böden der Welt das Dreifache dessen an Kohlenstoff gespeichert, was in der Atmosphäre ist, nämlich in Form von Humus. Und diesen Humus kann man vermehren. Das ist eine unglaublich tolle Form der Kohlenstoffspeicherung. Sie haben ja sicher gehört von technischen Vorstellungen, wie man mit Geoengineering irgendwelche Verpressungen von CO2 in irgendwelchen Kavernen macht und so. Das ist alles sauteuer und hat ziemlich unkalkulierbare Nebenwirkungen. Humusbildung ist gar nicht teuer. Humusbildung ist eine uralte Kulturtechnik und sie hat den großen Vorteil, enorm viele sehr positive Nebenwirkungen zu haben. Mehr Humus heißt mehr Wasserspeicherfähigkeit, mehr Fruchtbarkeit, Veränderung des Kleinklimas und. Wir könnten als Landwirtschaft Humus bilden, die Technik ist bekannt. Wir tun in vielen Fällen genau das Gegenteil, also haben wir in der Schule mal gelernt, es gibt humuszehrende und humusmehrende Früchte. Mais ist humuszehrend, um so ein Beispiel zu nennen. Und wo Mais auf Mais auf Mais auf Mais ist, um dann Biogas zu machen, machen wir nichts anderes, als dass wir Kohlenstoff aus dem Boden in die Atmosphäre transportieren. Das ist nicht sehr gut. Aber wir können auch das Umgekehrte machen, indem wir eine regenerative Landwirtschaft machen, eine, die Humus bildet. Das war jetzt so ein bisschen angesiedelt zwischen meinen beiden Thesen. Die eine, warum geht es nicht weiter, so wie wir es machen, aber die andere, die sagt, es gibt diese Alternative. Die Alternative nenne ich jetzt mal nicht ökologischer Landbau, weil es ja den Eindruck erwecken könnte, als würde ich hier propagieren, dass wir weltweit den zertifiziert ökologischen Landbau nach den Richtlinien der EU-Öko-Verordnung verbreiten. Nicht? Das ist ja das, was wir uns darunter vorstellen und damit die Welt retten, das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Sondern ich rede von ökologischer Intensivierung und das ist ein guter Begriff, weil er deutlich macht, dass es natürlich nicht darum geht, möglichst wenig zu erzeugen und das sei ein Wert in sich. Es geht natürlich darum, intensiv zu erzeugen. Aber die ökologische Intensivierung ist die Intensivierung ökologischer Prozesse, biologischer Prozesse, Bodenleben, Photosynthese und nicht die Intensivierung des Inputs von naturfremden Stoffen. Die Diskussion darüber, damit habe ich ja begonnen, ist sehr, sehr intensiv, ob denn der ökologische Landbau ein Luxus für reiche Leute ist, wie das Herr Bläser sagt, der Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, oder eine Lösung fürs Ganze. Und um das geht es jetzt, wenn ich darüber erzähle. Man könnte das ganz statistisch abhandeln. Die FAO sagt, wir erzeugen im Moment 5000 Kilokalorien pro Kopf und Tag der Weltbevölkerung in der globalen Landwirtschaft. Nachdem wir sowas wie 2000 bis 2500 maximal brauchen, ist das eigentlich eine ziemlich gute Nachricht. Und wenn Sie dann noch dazu nehmen, dass der Unterschied zwischen ökologischer Landwirtschaft und konventioneller Landwirtschaft bei uns in den Erträgen sehr hoch ist, aber in den Ländern des Südens sehr viel kleiner ist, bis gar nicht mehr da, dann schaut das schon mal ganz anders aus. Es gibt eine Studie der University of Berkeley, eine Metastudie, die hat über 1200 Ertragsvergleichsstudien weltweit ausgewertet, kommt zum Schluss, dass wir heute bei einem Niveau von ungefähr 80% von konventionell sind, was Erträge betrifft. Also 80% mal 5000 wären 4000, wäre also immer noch genug. Das ist natürlich Quatsch, das so statistisch zu behandeln, weil erklären Sie mal jemand, der Hunger hat, dass es rein statistisch für ihn reichen würde. Davon hat er nicht so viel. Also macht es viel mehr Sinn, sich anzuschauen, wie es eigentlich den Menschen geht, die Hunger haben. Die sitzen nicht bei uns oder fast nicht. Die sitzen in den Ländern des Südens. Und es lohnt sich, zwei Zahlen dazu Kenntnis zu nehmen. Die eine ist, dass 60% derjenigen, die auf dieser Hungerstatistik stehen, leben auf dem Land und nicht in Städten. Hälfte der Menschen lebt in Städten, aber der überwiegende Teil der Hungernden lebt auf dem Land. Das ist ziemlich unerwartet, nicht? Man sollte annehmen, dass die dort sind, wo das Essen nicht angebaut werden. Das sind Kleinbauern.
Das sind Menschen, die keinen Zugang zu ausreichend Nahrung haben, nicht genug Einkommen. Und diese Kleinbauern sind gleichzeitig die größten Nahrungserzeuger der Welt. Also 60% der Weltnahrungsmittel wiederum stammen von Kleinbauern. Und ich rede nicht von Kleinbauern, die nur 250 Hektar haben, wie in der Lommerscher Pflege, sondern ich rede von 2 Hektar, das ist der Maßstab. Unter 2 Hektar sind Kleinbauern. Das können wir uns hier nicht vorstellen, hier im Osten der Republik schon gar nicht, wo alles so riesig ist. Aber wenn Sie wissen, dass in Asien der durchschnittliche Bauernhof 1,4 Hektar ist und in Subsahara-Afrika ist es nur unwesentlich mehr, wird klar, wie es dazu kommt. Also die sind zuständig für unsere Nahrung und sie sind gleichzeitig die Betroffensten von der Hungerkrise. Das ist deswegen wichtig zu wissen, weil man dann noch was Drittes drauf tun muss, nämlich ein Merkmal, was all die Kleinbauern auf der ganzen Welt gemein haben, das ist die Verschuldungsfalle. Die Verschuldungsfalle kann man so beschreiben: Ein Kleinbauer braucht Geld, hat er aber nicht. Er braucht Geld für Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, aber er braucht auch Geld für Krankenhausaufenthalt, Schulbücher und so weiter. Und weil er das Geld nicht hat, geht er sich's pumpen. Aber nicht bei der Sparkasse oder bei der GLS, die gibt es nämlich da nicht, sondern er pumpt sie sich beim Wucherer. Der Wucherer ist derjenige, der auch ihm seine Ernteergebnisse abkauft und überhaupt auch alles verkauft. Und er verlangt 20% Zins im Monat und das führt dazu, dass dann, wenn seine Ernte eingebracht ist, die nicht mehr ihm gehört, sondern dem Wucherer. Und dann muss er nicht nur das alles Genannte einkaufen auf Pump, sondern auch noch seine Nahrung einkaufen. Das können Sie durch alle Kontinente sich anschauen, als die Situation von Kleinbauern und als Reifeisen im Westerwald die Reifeisengenossenschaften aufgebaut hat. Da war das auch genau die Situation, die er damit bekämpfen wollte. So, wenn Sie das jetzt alles zusammennehmen, die Situation, also die starke Betroffenheit von Kleinbauern, die starke Bedeutung der Kleinbauern für die Weltnahrungsproduktion und diese Verschuldungsfalle, ergibt sich von selber, welche Art von Landwirtschaft die brauchen, um aus dieser Situation rauszukommen. Das ist eine Landwirtschaft, die möglichst wenig Input benötigt. Möglichst wenig Input an betriebsfremden und damit teuer einzukaufenden Betriebsmitteln. Und ich rede natürlich von Pflanzenschutzmitteln und von Düngemitteln. Und das ist eine Landwirtschaft, die ich da beschreibe, die nicht etwa ist so traditionell, so haben sie es halt immer schon gemacht, oder die nicht ist, keine Spritzmittel einsetzen, weil man halt kein Geld hat, sie zu kaufen, sondern ich rede schon von einem innovativen und von einem wissensbasierten und auch modernen System von Landwirtschaft. Und das möchte ich Ihnen an 2, 3 Beispielen beschreiben, damit Sie verstehen, was ich meine. Das eine Beispiel stammt von den Philippinen, wo ich jetzt gerade war und das auch angeschaut habe, und das ist sehr, sehr beeindruckend. Auf den Philippinen, die Philippinen sind deswegen wichtig, weil sie sind das Mutterland der Grünen Revolution. Ich weiß nicht, ob Sie das mit der Grünen Revolution noch drauf haben, das war so 60er, 70er Jahren, hat man gesagt, jetzt besiegen wir den Welthunger. Hochertragssorten, Düngemittel, Spritzmittel, Bewässerung. Das hat wirklich viel gebracht. Da hat viel, viel gebracht. Aber die philippinischen Kleinbauern, viele von denen hatten das Gefühl, das geht alles an ihnen vorbei. Sie versinken eigentlich immer mehr im Elend in dieser ganzen Situation. Und deswegen haben die in den 80er Jahren begonnen, sich zu organisieren und haben gesagt, wir müssen irgendwie wieder selber in die Hand bekommen, als allererstes die Saatguterzeugung. Weil diese High-Yield-Varieties zwar hohe Erträge bringen, aber nur, wenn man eben Spritzmittel, Düngemittel und Bewässerung hat, aber wenn man alles drei oder nicht alles drei hat, dann hat man ein Problem. Und das begann damit, dass die untereinander Saatgut ausgetauscht haben, Reis, es geht natürlich um Reis auf den Philippinen, Saatgut ausgetauscht haben, was so jeder noch so hatte. Und da kamen schon ziemlich viele Sorten zusammen und dann haben sie zusammen Züchtungsarbeit begonnen. Und zwar zusammen untereinander, aber in Kooperation mit Wissenschaftlern von dortigen Hochschulen. Und der nächste Schritt kam relativ bald danach, dass sie gesagt haben, wir müssen eigentlich eine Form von Landwirtschaft entwickeln, die uns nicht unabhängig von dem Saatgutzukauf macht, sondern überhaupt unabhängig macht. Und was rauskam, war eben dieses System von ökologischer Intensivierung. Das heißt, statt synthetischen Düngemitteln Einsatz von Kompost, von Tierdung oder kompostierten Tierdung am besten, also kompostierten Mist,
damit Anreicherung der Bodenfruchtbarkeit, Verbesserung der Wasserinfiltration und so. Das ist das eine. Das zweite ist Vielfalt. Vielfalt erstens, weil man durch Vielfalt einfach sicherer wird, nicht? Wenn das eine nichts wird in dem Jahr, dann ist was anderes was geworden. Man hängt nicht so von einer Kultur ab. Sie würden vielleicht annehmen, dass das bei Kleinbauern in den Tropen oder Subtropen normal wäre, aber der Normalfall ist, dass die eigentlich so wirtschaften wie wir, dass die auf ihrer winzigen Fläche so tun, als hätten sie 300 Hektar und dann nur Mais anbauen. Also Vielfalt. Ist das ein Zeichen, dass ich... Nein, er soll die Tür aufmachen. Okay, achso, dass sie nicht da steht, ist ein guter Vorschlag. Entschuldigung. Der zweite Aspekt von Vielfalt ist, dass er eine hohe Produktivität bringen kann. Das müssen Sie sich so vorstellen, die Pflanze ist ja nicht nur Produkt, sie ist ja auch Produzent, nicht? Die Pflanze produziert sich selber, das tut sie über die Photosynthese. Dafür braucht sie grüne Blätter. Und jetzt gibt es die Maßzahl Blattflächenindex. Blattflächenindex heißt, wie viel Quadratmeter Blatt pro Quadratmeter Grundfläche stehen da. Jeder versteht sofort, wenn ich eine stufige, vielfältige Produktion mache, beginnend mit einer Palme oben und dann vielleicht der Avocadobaum und dann eine Maispflanze und am Schluss irgendwas Kriechendes und noch ein paar mehr Sachen dazu gemischt, dann habe ich viel mehr Blattflächenindex, als wenn ich nur eine Kultur mache, die sozusagen in einer Etage läuft. Also bei uns den höchsten Blattflächenindex haben Buchenmischwälder. Dadurch können die sehr, sehr viel, und zwar viel mehr erzeugen, als wir pro Quadratmeter Nahrung erzeugen. Weiterer Aspekt von Vielfalt ist die Resilienz, eben die Widerstandsfähigkeit, weil diese Pflanzen aufeinander wirken. Sie haben viel weniger Probleme mit Krankheiten und Schädlingen. Das kennen passionierte Heimgärtner, diesen Vorgang auch, dass man bestimmte Sachen neben bestimmten Sachen pflanzen muss, um sich irgendwelche Viecher vom Leibe zu halten. Aber das gilt auch für die Vielfalt nicht nur an Pflanzen, auch an Sorten. Auch das von den Philippinen nochmal, es ist so, dass diese High-Yield-Varieties, diese Hochertragsreissorten, in riesigen Gebieten angebaut werden. Ich weiß, dass es in Kambodscha, das weiß ich aus einer Studie von Hohenheim, der Uni Hohenheim, die das gemacht hat, in Kambodscha werden 98% der gesamten Reisfläche mit einer einzigen Sorte bestellt. Da braucht man schon einmal nicht wahnsinnig erfahren sein, um sich vorstellen zu können, dass das ein hochriskantes Geschäft ist, nicht? Aber das Spannende ist, auf den Philippinen, das habe ich aus derselben Studie, gibt es Gegenden, und eine Gegend auf Philippinen heißt immer eine Insel, nicht, weil das sind ziemlich viele Inseln da, wo 40 Sorten noch wachsen. Und das Lustige ist, dass sie lauter Krankheiten, die sie als Normalprogramm im Reisanbau bekämpfen müssen, auf dieser Insel gar nicht vorkommen. Weil eben schon die Mischung von Sorten das System stabilisiert. Also das ist ein weiterer Aspekt von Vielfalt. Dass die Vielfalt dann auch noch bedeutet, dass der Bauer ja nichts davon hat, wenn er eine riesen Ernte hat und wenn alles aufgegessen ist, muss er 3 Monate hungern mit seiner Familie, bis wieder was gewachsen ist, sondern es ihm darauf ankommt, dass rund ums Jahr was zur Verfügung steht, ist auch klar. Also dieses System haben die entwickelt, dann kommen noch die Tiere dazu, von ganz großer Bedeutung. In diesem System der ökologischen Intensivierung von dieser philippinischen Marsipak-Bewegung, da geht es darum, dass man die Tiere nicht frei rumlaufen lässt. Das ist für die Tiere vielleicht nicht so schön, wie wenn sie frei rumlaufen dürften, aber wenn die das tun, dann brechen sie erstens immer in irgendwelche Felder und Gärten ein und fressen das, was man gerne selber fressen würde. Auch nicht gut, aber das Entscheidende ist, man hat dort, wo sie sind, die Möglichkeit, ihren Dung zu sammeln und daraus eben einen Dünger zu machen. Und es sind so kleine Sachen, die mich wahnsinnig beeindrucken, weil sie so einleuchtend sind, aber man denkt also nicht darüber nach. Wenn sie Gras haben, ja, und das wächst, dann in dem Moment, wie es wächst, kriegt es ja mehr Blattfläche, also produziert es mehr. Wenn sie jetzt das machen, was in Afrika eigentlich die Regel ist, nämlich die Viecher laufen rum und fressen alles immer kurz, es bleibt immer so kurz, dann produzieren sie irrsinnig wenig. Weil diese arme Pflanze, wenn die gerade mal wieder versucht hat, ein bisschen Blättchen zu machen, raps, kommt die Ziege, frisst sie wieder weg.
Also gehört dazu auch, dass man auf der Futterfläche, wenn man überhaupt die Tiere weiden lässt und nicht das Futter erntet, dass man rotiert, damit die Pflanzen aufwachsen können, Pflanzenmasse bilden können und damit einfach unendlich viel mehr produzieren, als das im Normalfall der Fall ist. Das haben die alles entwickelt und ich bin auf diese Masipak-Geschichte schon vor Jahren gestoßen, bevor ich jetzt selber dort war, weil es eine sehr intensive Auswertungsstudie gibt, die vergleicht diese Masipak-Bauern mit den High-Yield-Variety, grüne Revolutionsbauern, und zwar immer so gruppierend Paare, die zusammenpassen von der Betriebsgröße, Lage, keine Ahnung, Anbauverhältnisse und so. Und das Spannende ist, das ist ein dickes Buch und da gibt es viele Parameter, die da untersucht worden sind, auch so die ganzen Livelihood-Fragen. Das Spannende ist, dass die Erträge, die von diesen Hochertragssorten im Versuchsgarten tatsächlich viel höher sind als von diesen Landsorten, in der Praxis praktisch gleich sind. Weil die Praxis ganz oft mit dem, was im Versuchsgarten stattfindet, nichts zu tun hat. Kennen alle Landwirte hier, dass man schaut sich diese Ergebnisse von diesen Versuchsfeldern an und sagt, komisch, was mache ich denn falsch, dass die so viel ernten und ich so wenig, oder? Kennen sie alle. Und die zweite Zahl, die erwähnt werden muss, ist, dass die haben auch eine ökonomische Auswertung gemacht, der Masipak-Bauern im Vergleich zu den anderen. Da ist es natürlich nicht so, dass man sagt, könnt ihr mal alle eure Buchführungsabschlüsse vorlegen, die haben die natürlich nicht. Sondern das war ein ganz langwieriger Prozess, herauszufinden, wie man Eigenkapitalbildung herauskristallisiert aus dem, was da passiert. Das Ergebnis, 5.000 Peso im Plus bei den Masipak-Bauern, 5.000 Peso im Minus bei den konventionellen Vergleichsbauern. Das ist ziemlich irre, weil es an einem sehr bedeutenden, weil flächenmäßig sehr großen und zahlenmäßig sehr großen Beispiel zeigt, dass diese Methode der ökologischen Intensivierung, wenn sie richtig gemacht ist, wenn sie eben als ein bewusstes System gefahren wird, sehr viel erfolgreicher ist als der Rest. Wirft aber natürlich sofort eine Frage auf. Wenn die so erfolgreich sind, warum machen es nicht alle so? Die Frage habe ich natürlich gestellt und ich habe sie vor allem jetzt gestellt, als ich dort war. War etwas verzweifelt, weil die Antwort noch viel komplizierter ist, als ich sie bis dahin gehört hatte. Weil es viele verschiedene Faktoren, es geht um Landeigentum, über die Verfügbarkeit, also wer darf bestimmen, was wo angebaut wird, da sind die Bauern nämlich in aller Regel gar nicht frei und so. Und da spielen auch diejenigen, die ihnen die Betriebsmittel verkaufen, eine große Rolle. Aber mal ganz abgesehen davon ist es bei den Philippinos nicht anders als bei uns. Es ist nicht so, dass man so ein neues System dadurch anfängt, dass man morgens aufsteht und sagt, ach, heute machen wir jetzt Bio. Sondern Sie müssen ja in etwas völlig Neues einsteigen. Und wenn Sie ökonomisch sowieso Oberkante, Unterlippe schwimmen, dann ist Ihnen nicht an vielen Wellen gelegen in Ihrem Leben. Und deswegen bleiben Sie lieber an dem System, das Sie noch gerade am Leben hält, als dass Sie das Risiko eingehen, was ganz anderes zu machen. Völlig irrerweise ist mir das heute Morgen im Wendland ganz genauso passiert. Da saßen so Leute, die mir erzählt hatten, wie viel 100 Hektar sie besitzen. Und die sagten alle, aber jetzt da was ändern, das ist alles sowieso so schwer und so. Geht allen gleich. Dass darüber hinaus auch auf den Philippinen eine Politik stattfindet, die diese Art von Landwirtschaft, also diese High-Tech-Landwirtschaft stark fördert, kommt noch dazu, das ist dort so, ist in ganz Afrika so, ein Großteil der Agrarbudgets in Subsahara-Afrika geht auf die Subvention von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln. Cui bono, kann man so ganz unschuldig fragen. Ein zweites Beispiel würde ich Ihnen auch noch erzählen, wenn Sie noch können. Ja, können Sie noch? Also ich möchte ein zweites Beispiel erzählen, was darstellt, was ich unter dieser wissensbasierten und innovativen Landwirtschaft meine. Und ich möchte Ihnen erzählen vom Push-and-Pull-System. Jetzt sind wir in Afrika. In Subsahara-Afrika ist Mais und ist Hirse, aber noch der Mais vor der Hirse, das Hauptgrundnahrungsmittel. Und das ist außerordentlich bedroht durch zwei Einflüsse. Das eine ist ein Ungras, ein Unkraut, das ist aber ein Gras. Striga-Gras, das wächst so hoch, blüht wunderschön so lila-rötlich
Und ist nicht nur, tut nicht nur das, was alle Unkräuter machen, nämlich Licht- und Nahrungskonkurrenz bilden, sondern fieserweise dockt das mit seinen Wurzeln unterirdisch an die Wurzeln vom Mais an und parasitiert sozusagen den Mais, saugt den also aus. Und dann gibt es noch ein zweites, das ist ein Schädling, der heißt Maiszünsler, den kennen wir bei uns auch. Und der bohrt, der legt seine Eier auf dem Maisblatt ab. Das, wenn die Raupen schlüpfen, bohren die sich in den Stängel hinein, gehen bis hinein in die Kolben. Und beides zusammen führt einfach zu vollständiger Vernichtung der Maiserträge. Ich habe so Felder selber gesehen in Äthiopien. Nun ist es ohnehin nicht ganz einfach, dagegen chemisch vorzugehen, weil bei den Maiszünslern müssen sie genau den Moment finden, wo das Viech anfliegt. Wenn sie das nicht finden, dann ist ein Problem. Über die Gentechnik-Variante will ich nicht reden, aber wenn Sie es interessiert, können wir das auch noch machen. Und gegen das Strigagras kann man chemisch auch wenig machen, weil nämlich dieser Zusammenschluss an den Wurzeln dazu führen würde, dass, was Sie dem Strigagras zumuten, kriegt der Mais auch mit, und das sind beides Graminäen, das heißt, das ist also recht schwer. Und nun hat sich eine Gruppe von Wissenschaftlern in Kenia von einem kenianischen entomologischen Institut zusammen mit dem Rothamsted-Institut in England auf die Suche nach einer biologischen Lösung dieses Problems gemacht und sind auf etwas extrem Pfiffiges gekommen, eben jene Push-and-Pull-Technologie. Die schaut so aus, also Sie haben Ihren Mais gesät in Reihen, dann säen Sie zwischen die Reihen ein Zeug, das heißt Desmodium. Desmodium ist eine Wunderpflanze, die ist eine Leguminose, das heißt, die bringt Stickstoff in den Boden, düngt also den Mais. Desmodium bedeckt sehr gut die Oberfläche, das heißt, unterdrückt anderes Unkraut. Und an den Wurzeln scheidet diese Pflanze ein Substrat aus, das führt dazu, dass die Strigagrassamen zum Keimen ermutigt werden, und dann werden sie abgetötet. Das ist ziemlich irre. Das heißt, Sie reduzieren das Samenpotenzial dieses Unkrauts. Und oberirdisch riecht das Zeug unangenehm, jedenfalls für den Maiszünsler, der daraufhin gegraust die Parzelle verlässt. Und dann machen sie, um ganz sicher zu gehen, um die Parzelle herum noch Elefantengras. Und das hält der Maiszünsler für eine sehr gute Kinderstube für seine lieben Kleinen, legt seine Eier drauf. Wenn die aber schlüpfen, bleiben die drauf kleben, weil die Oberflächen von diesem Gras klebrig sind. Und damit kriegen Sie diesen Maiszünsler-Angriff. Auch das habe ich gesehen, und auch da habe ich gesehen, dass das funktioniert. Und das hat riesige Flächen von diesem Problem befreit. Das Dilemma bei so einer Art Forschungsresultat ist allerdings, dass dabei kein Produkt entstanden ist, das Sie verkaufen können. Noch nicht mal ein Patent. Das erwähne ich deshalb, weil es deutlich macht, und dadurch ist das ein so wichtiges Exempel, dieses Push and Pull, weil es deutlich macht, dass wir nicht von Industriefirmen erwarten können, solche Forschungsergebnisse zu produzieren. Also, das meine ich komplett unironisch. Nicht ein Industrieunternehmen muss seine Forschungsanstrengungen refinanzieren durch den Verkauf von Produkten oder von Patenten. Das muss die Allgemeinheit machen. Das Blöde ist, und damit bin ich eigentlich schon in den dritten Teil rübergerutscht, in den letzten Teil rübergerutscht, der braucht auch nur noch eine halbe Stunde. Das Blöde ist, dass unsere gesamte Agrarforschung oder fast unsere gesamte Agrarforschung nicht so aufgestellt ist. Weil wir nämlich zunehmend in den Instituten, das gilt nicht nur für die landwirtschaftlichen, als Incentive für Forscher haben, wie viel Drittmittel die einwerben können. Die haben nämlich nicht genug Geld aus öffentlichen Kassen, also müssen sie Drittmittel einwerben. Und dann werben sie mal Drittmittel von einer Industriefirma ein, mit dem Versprechen, dass sie etwas rausfinden, was dazu führt, dass man ihre Produkte nicht braucht. Das ist halt schwierig. Wenn wir mit dieser Art von Landwirtschaft weiterkommen wollen, und das sagt übrigens auch diese Berkeley-Studie, die sagt, wenn wir bedenken, dass in den letzten Jahrzehnten Hunderte und Hunderte von Milliarden Forschungsgelder in ein inputintensives industrielles System von Landwirtschaft gegangen sind und fast gar nichts in die Erforschung von naturintelligenten, würde ich jetzt mal sagen, Landbausystemen, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir da noch nicht sehr weit gekommen sind. Aber es gibt uns eben auch die Hoffnung, dass wir da sehr weit kommen können. Da müssen wir allerdings das Forschungsthema ganz anders angehen.
Und man muss nicht nur das Forschungsthema anders angehen, man muss auch das Ausbildungsthema anders angehen. Ich meine, in Afrika geht schon damit los, dass es fast, eigentlich gibt es nirgends Landwirtschaftsschulen. Ja, es gibt schon Ausbildungsstätten, wo Leute lernen, wie man mit weißem Kragen Landwirte verwaltet. Aber sozusagen Berufsschulen, wo Leute mit der Hand in der Erde lernen, Landwirtschaft zu machen, gibt es fast gar nicht. Was es gibt, sind so Kurse, so Ausbildungskurse. Mittlerweile mit deutschen Entwicklungshilfegeldern finanziert. Grüne Zentren heißt das. Eins davon habe ich in Äthiopien gesehen. Da macht man was sehr Intelligentes, weil man finanziert die durch Public-Private Partnership. Das ist eine ganz tolle Methode, nicht? Auf die Weise kann man das Geld der Wirtschaft nehmen, um jeden Steuergroschen, den man dort einsetzt, zu verdreifachen. Das Problem ist natürlich auch, dass die Private Partners, die da ihr Geld reinbringen, da auch was erwarten davon. Und das da in Kulumsa sah so ein bisschen aus wie eine Einrichtung, wo mit Steuergeldern den Leuten beigebracht wird, die Beipackzettel der Industrieprodukte unserer deutschen Agrarindustrie zu verwenden. Also so kann es nicht laufen. Wir brauchen Orte, wo Leute lernen, intelligent mit natürlichen Regelkreisläufen umzugehen. Und das gilt nicht nur dort, das gilt eben hier auch. Wir haben Landwirtschaftsschulen, wir haben auch Unis, wo engagierte Leute was über Ökolandbau vermitteln, aber wir haben noch sehr viel mehr, wo das gar nicht stattfindet. Und wir haben vielleicht sogar noch mehr, wo das Gegenteil stattfindet, wo die Leute gesagt bekommen, Ökolandbau, das ist doch, ich meine, oder können wir jetzt mal über was Ernstes reden? So ist da der Ton. Das macht es natürlich schwierig, junge Leute zu finden, die bereit sind, diesen Weg zu gehen, wenn sie auf diese Weise nicht oder sogar negativ auf die Alternative vorbereitet werden. Ansonsten gäbe es da noch viel zu sagen. Ansonsten ist es so, dass ich nicht davon ausgehe, dass, wenn wir jetzt demnächst Katrin Göring-Eckardt zur Bundeskanzlerin wählen, dass wir dann per Dekret die gesamte bundesdeutsche Landwirtschaft auf Ökolandbau umstellen können und auch nicht sollten. Das würde nicht funktionieren. Das würde nicht funktionieren, weil Sie werden nicht Ökobauer dadurch, dass es Ihnen jemand dekretiert, sondern Sie werden, da braucht es hier, da, also das braucht alles zusammen, damit das funktioniert. Und der ökologische Landbau von heute ist ja nun, weiß Gott, überhaupt nicht da, wo er sagen könnte, wir sind jetzt nachhaltig, also in diesem 10.000-Jahre-Sinne, sind wir nicht. Auch wir haben noch vieles vor uns, was weiterentwickelt werden muss. Und deswegen wäre es gar nicht unintelligent zu sagen, lasst uns doch diese beiden Systeme, Öko und konventionell, in Konkurrenz zueinander sich entwickeln. Nicht? Konkurrenz belebt Geschäft, Fantasie, Kreativität, und dann könnten von beiden Ansätzen her optimale Systeme entwickelt werden, bis wir dann da sind, wo wir eigentlich hin müssen. Ich glaube da fest dran, dass das möglich wäre. Es hat aber eine Voraussetzung. Die Preise müssten die Wahrheit sprechen. Also ich glaube total an Marktkräfte. Ich glaube daran, dass der Markt die Mechanismen hat, die am besten dazu geeignet sind, um Ressourcen effizient einzusetzen. Aber nur, wenn die Preise nicht lügen. Weil wenn die Preise lügen, dann geht das in die falsche Richtung. Also jemand, der in der DDR aufgewachsen ist, versteht sofort, was ich meine. Nicht? Wenn die Preise künstlich festgesetzt sind und das Brot ist billiger als das Futtergetreide, dann führen Marktmechanismen dazu, dass das Brot an Viecher verfüttert wird. Ähnlich ist es aber überall in unserer Landwirtschaft. Sie glauben doch nicht, oder glauben Sie es vielleicht, würde mich mal interessieren, vielleicht glaubt es ja jemand, dass dieses Huhn, was Sie für 2,49 € eingeschweißt, tiefgefroren im Supermarktregal finden, dass das wirklich nur 2,49 € gekostet hat. Nee, oder? Natürlich nicht. Schon das Huhn selber hat mit seinem Leben ziemlich teuer dafür bezahlen müssen, dass es da so billig liegen kann. Aber all die anderen Sachen, über die ich gesprochen habe, sind ja nicht eingepreist. Und wir bewegen uns überhaupt nicht mehr im Theoretischen, was das betrifft. Es gibt eine Studie, die das französische Landwirtschaftsministerium 2011 in Auftrag gegeben hat. Die wollten nämlich wissen, wie viel kostet in den französischen Wasserwerken das Aufreinigen des Trinkwassers,
also das Entfernen von Pestiziden und Nitrat aus dem Trinkwasser, um es den europäischen Normen entsprechend ausliefern zu können. In Frankreich geht sowas einfach, da ist die Regierung Paris, die sagt, alle Wasserwerke mal hier hören, bitte liefert die Zahlen ab, das ist bei uns viel schwieriger. Also das Resultat, das kostet im Jahr 1,5 Milliarden Euro. In Frankreich Wasser. Das ist Geld, was gezahlt wird. Ja? Das zahlt jemand, und zwar die Franzosen, fürs Wasser. Dabei sind die Kosten ganz woanders entstanden. Und in derselben Studie steht noch was anderes drin, und das finde ich ja fast noch spannender. Die sagen, aufgrund von Messstellen überall im Land wissen wir, was flächendeckend eingetragen wird an Nitrat und Pestiziden. Und jetzt rechnen wir mal was anderes. Also nicht nur, was kostet das Aufreinigen dessen, was gefördert wird, sondern was würde es kosten, wenn wir den gesamten Grundwasserkörper Jahr für Jahr von dem befreien würden, was da reingeht. Die Zahl lautet 50 Milliarden Euro. Das ist zufällig die Bruttowertschöpfung der französischen Landwirtschaft. Ja, das heißt, wenn die französischen Bauern auf ihre Kosten den ganzen Kram wieder rausholen müssen, den sie reintun, dann müssten sie ihren Preis verdoppeln, sonst könnten sie nicht weiter überleben. Und die Studie sagt noch dazu, sind natürlich etliche Sachen gar nicht eingerechnet. Die Verluste in der Muschelindustrie, Fremdenverkehrsindustrie bis hin Klimawandel, all der ganze Kram ist ja gar nicht berechnet. So viel zum Thema billige Lebensmittel. Wir müssen dazu kommen, übrigens nicht nur in der Landwirtschaft, wir müssen dazu kommen, dass wir die Dinge, die wir anrichten, auch bezahlen müssen, weil sonst führt das marktwirtschaftliche System in die Irre und am Ende gegen die Wand. Nun weiß ich sehr wohl, dass das so ganz simpel natürlich nicht ist. Sie können ja nicht eine Rechnung aufstellen, was sind die externen Kosten der Eier, der Brokkoli, der Kartoffeln und der Milchproduktion, und dann machen Sie eine Milch, eine Eier, eine Brokkoli und eine Kartoffelsteuer. So einfach läuft es ja nicht. Und es läuft auch deswegen nicht so einfach, weil Sie können ja nicht unberücksichtigt lassen, dass es ja Grenzen gibt, innerhalb derer man solche Sachen machen könnte, also irgendwelche Maßnahmen treffen könnte. Aber wenn aus Wirtschaftsräumen, die außerhalb dieser Grenzen liegen, wo das also nicht stattfindet, Produkte zu uns reingeführt werden, dann erreichen sie ja nichts, außer dass die Produktion abwandert. Also die Sache ist nicht so ganz einfach, und deswegen muss man viele verschiedene Instrumente ansetzen. Vielleicht behalten wir uns das jetzt für das Gespräch nachher noch vor, was da denkbar wäre. Aber eins muss schon erwähnt werden, immerhin haben wir in Europa ein ziemlich wirkmächtiges Instrument, mit dem wir, das wir ansetzen können, ohne dass es zu solchen Wettbewerbsverzerrungen kommen würde. Das ist die europäische Agrarpolitik und die dadurch eingesetzten Geldmittel. Das sind 55 Milliarden Euro jedes Jahr, ist der größte Posten des EU-Haushaltes. Und das entspricht 16% des Umsatzes der europäischen Landwirtschaft. Das ist nicht wenig. Also ich mal angenommen, ich weiß nicht, Sie sind vielleicht zufällig kein Bäcker, aber mal angenommen, Sie wären einer, und ich komme zu Ihnen in die Bäckerei und sage, ab jetzt 16% Ihres Umsatzes kommt aus meinem Geldbeutel, dann möchte ich mal wissen, wer sagt, wie bei Ihnen die Brötchen ausschauen. Die europäische Agrarpolitik sagt jedenfalls mit 80% des Geldes überhaupt nichts. Das kriegen wir nicht ganz bedingungslos über die gesamte Fläche verteilt. Die Bedingung ist, dass wir uns an die geltenden Gesetze halten müssen. Cross-Compliance nennt man das. Bringt manche Leute dazu zu fragen, was sie eigentlich dafür kriegen, dass sie bei Rot an der Ampel stehen bleiben. Da hätten wir ein sehr wirkmächtiges Instrument, um etwas zu bewegen. Führt vielleicht zu weit, aber da müssten wir jetzt einsteigen, dieses Geld zunehmend dazu zu verwenden, um Bauern dafür zu bezahlen, dass sie Leistungen erbringen, die die Gesellschaft braucht von ihnen, die der Markt ihnen aber nicht entlohnt. Das könnten wir tun. Und man muss es in langen Zeiträumen allmählich tun, damit nicht Brüche entstehen, die uns noch mehr Betriebe kaputt machen. Aber wenn wir da nicht einsteigen, dann werden wir diese Probleme nie in den Griff kriegen, und die sind außerordentlich reell. All diese Maßnahmen sind letztlich in der Verantwortung der Politik. Gleichzeitig ist es so, dass Transformationen in Gesellschaften, und über sowas rede ich hier, nie in Gang kommen, wenn es nicht Pioniere gibt. Denken Sie mal an die Energiewende, nicht? Wenn Leute erst angefangen hätten, Solarpaneele zu entwickeln, nachdem das Energieeinspeisungsgesetz erfunden wurde, dann wären wir noch nirgendwo.
Es braucht Pioniere, die den Pfad schon mal austrampeln, der hinterher hoffentlich der Weg für alle geben kann. Die Pioniere brauchen wir unter den Landwirten, also einfach Leute, die sagen, ich mache es jetzt anders und ich probiere das aus und ich entwickle da was, aber wir brauchen sie natürlich vor allem unter denen, die ihre Produkte kaufen. Und die haben wir, ich meine, wir haben immerhin 8,5 Milliarden Euro Umsatz, das sind zwar nur 4% des Lebensmittelmarktes, aber es ist dann auch wieder nicht wenig, das ist viel Geld, was da schon eingesetzt wird. Und es wird eingesetzt, weil Menschen verstehen, dass sie mit ihrem Geldbeutel Verantwortung übernehmen können und das auch tun. Und ganz unabhängig davon, ob der ökologische Landbau bereits ein perfektes System ist oder nicht, muss ich diesen Pfad annehmen, weil das ist das einzige Landbausystem, was eine europarechtliche Definition hat, das seit 90 Jahren entwickelt worden ist und das eben diesen Markt hat. All diese Verbraucherinnen und Verbraucher, die sagen, das trage ich mit. Und offen gestanden finde ich, dass wenn man irgendwann mal kapiert hat, was da zur Debatte steht, man auch nicht mehr das Recht hat zu sagen, ich will da nicht Pionier sein. Ich erinnere mich sehr gut, da war ich noch relativ klein, so in den 60er Jahren ging das an, da haben wir unsere Eltern gefragt, wie konntet ihr es dazu kommen lassen? Und Leute, die so alt sind wie ich, erinnern sich vielleicht an ähnlichen Vorgang. Wir meinten natürlich damals was ganz anderes als das, was heute zur Debatte steht. Aber das war die Generationenfrage, die wir an die Generation unserer Eltern hatten. Sie glauben doch nicht, dass unsere Kinder an uns keine solche Frage richten werden, angesichts dessen, was da passiert. Dass die uns nicht fragen werden, wie habt ihr es dazu kommen lassen? Und dann werden wir nicht erzählen können, Leute, das wäre viel zu gefährlich gewesen, sich dagegen aufzulehnen oder es hätte uns unerträglich unseren Lebensstil verkürzt, wenn wir auf der Autobahn nur 100 gefahren wären oder so. Nein, es ist Zeit, dass wir alle das tun, was zu tun ist, damit wir auf diese Frage unserer Kinder eine gute Antwort haben. Ja, danke. Applaus